Ein Arzt sollte der Vertraute des Patienten sein. Doch künftig können all die Leiden und Befunde eines Kranken nicht mehr nur dem Arzt, sondern auch der digitalen Welt anvertraut werden. Die elektronische Gesundheitskarte, die jeder gesetzliche Versicherte hat, soll in einem Jahr erweitert werden. Sie kann dann als Patientenakte, als Krankentagebuch und vieles mehr genutzt werden. Zugang zu den Daten sollen eigentlich, stets mit Zustimmung der Patienten, nur Praxen, Kliniken und Krankenkassen haben. Doch Sicherheitsexperten des Chaos Computer Clubs haben herausgefunden, dass so ziemlich jeder an die Daten herankommen könnte. Michael Stempfle. Eine Diagnose an der Oberfläche und doch ein tiefer Blick in den Patienten. Mögliche Erkrankungen der Zukunft können erahnt werden. Kein Wunder, dass das Interesse an diesen Daten gigantisch ist. Interesse haben daran Leute, die zum Beispiel Versicherungen beraten oder die Kredite vergeben möchten, die das Risiko für ihr Klientel einschätzen möchten und die damit vielleicht verhindern möchten, dass Leute mit schlechten Gesundheitsdaten Kredite oder Versicherungen bekommen. Seit Jahren warnen die IT-Experten des Chaos Computer Clubs vor solchen Risiken. Und doch will Gesundheitsminister Spahn die bisherigen Daten in ein elektronisches Gesundheitsnetzwerk einbauen. Die Vision ab 2021, alles soll digital vorliegen, schnell ausgetauscht werden können. Röntgenbilder, Arztberichte, Allergien, ebenso Blutwerte, Medikamente, Impfungen und Vorbehandlungen. So sollen Ärzte künftig schnell auf Patientendaten zugreifen können, mit Hilfe eines sogenannten Praxisausweises. Der Praxisausweis ist für die Arztpraxis der Zugang zur Gesundheitsinfrastruktur. Damit können in Zukunft elektronische Patientenakten und andere Gesundheitsdaten ausgelesen werden. Recherchen von NDR und Spiegel sowie vom Chaos Computer Club haben ergeben, auch Unbefugte können an so einen Praxisausweis rankommen, ihn quasi im Internet bestellen. Man braucht dazu nur Daten, die frei verfügbar sind. Dazu gehören die Daten, die Ärzte auf ihren Rezepten und Überweisungen ausstellen. Dazu noch das Geburtsdatum des Arztes. Zuständig für die Vergabe der Praxisausweise die kassenärztlichen Vereinigungen. Das Ungewöhnliche, hier kontrolliert offenbar niemand, an wen die Praxisausweise geschickt werden, ob an einen Arzt oder an einen Unbefugten. Ich bin dem Chaos Computer Club dankbar, dass er auf diese Schwäche im Ausgabe der Kartenausgabe aufmerksam gemacht hat. Gleichwohl muss man sagen, dass ich eine Gefahr im Moment für die Patientendaten nicht sehe. Im Moment, aber auch nur, weil derzeit noch keine Behandlungsdaten digital abrufbar sind. Doch die Zeit drängt. Vor allem für das Unternehmen Gematik, das für die Sicherheit im Gesundheitsnetzwerk zuständig ist. Wie soll es Unbefugte raushalten? Ja, das ist tatsächlich fast das Schlimmste, was passieren könnte. Wir müssen uns in der Telematikinfrastruktur darauf verlassen, dass jeder sicher identifiziert ist, dass jeder von jedem weiß, mit wem er da wirklich redet. Wer schaut ab 2021 tief in die Patienten? Also dann, wenn die Digitalisierung des Gesundheitswesens Realität sein soll. Die Sorge, es könnten nicht nur Ärzte sein, sondern auch die, die das System missbrauchen wollen.